Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde MCPP Hard to Games. Heute bin ich mal ein Random Kid und ich bin Glider, okay. Und ja, auf jeden Fall spielen wir hier Lost to Pangea, also wieder ohne Suppen. Und ich hoffe einfach, dass ich hier kein Team begegne, wenn das wäre nicht so doof, wenn ich nicht Vampire bin. Und ja, mit Glider könnt ihr halt so, ja, das sagt schon das Kid selbst, was ihr damit machen könnt. Ihr könnt halt so gliden, halt nach unten springen und dann könnt ihr da so eurer Feder runter gliden sozusagen. Und ja, ich hole mir jetzt erstmal Holz. Ich glaube, 3, 4 Holz sollten reichen. Und dann hoffe ich mal, dass ich vielleicht nochmal ein bisschen ein paar Kisten hier finde. Und ja, so, dann gehe ich mal nach hier hinten. In diese Richtung, dann ist, ich glaube immer, dass auch so Flachland oder wie man auch immer das hier nennen darf, immer mehr Dings sind und meine Skins buggen. Das ist natürlich sehr schön. Okay. Und ich spiele gerade mit dem Facewool 32 Texture Pack, wo ich das Feuer nur verkleinert habe. Also ist eigentlich überhaupt kein Edit. Ich habe halt mit dem Pack immer früher gespielt. Und wenn ich nur so Pack gespielt, denke ich immer, ja, das ist irgendwie wie früher, dass irgendwie keiner Suppen hat. Obwohl man damals halt Suppen hatte. Aber, keine Ahnung, das ist halt immer irgendwie wie früher und da sind einfach Schweine, die hole ich mir mal. Obwohl ich ja selber ein tolles Schwein bin. Töte ich einfach andere Schweine? Darf man sowas? Ich weiß es nicht. So, auf jeden Fall. Mach erstmal das hier. So und so. Mache ich noch das. Bam. Dann hole ich mir hier 2 Steine. Habe ich dann schon mein Steinschwert. Und einfach zu essen habe ich eigentlich schon durch die Suppen. Aber egal. So. Die Suppen kann ich mal ein bisschen sortieren hier. So. Ein bisschen Essen sortieren. Ich wollte mir da drüben die Schweine holen, aber ich habe gemerkt, ja, du hast ja auch Suppen. Ich kann hier mal das Hühnchen mitnehmen. Und ja. So. Dann gehe ich mal zum nächsten. Das gleiche oben. Hoffe ich mal, dass der nicht so viele Sachen hat. Doch, er hat so viele Sachen. Nice. Jetzt kann ich mich natürlich nicht W drücken, weil ich dumm bin. Mir kommt gleich einer. Das heißt, ich werde mir mal kurz mein Eisenschwert auspacken. Werde ich den töten. Good fight an dich. Will ich was essen? Und regenerieren. So. Jetzt habe ich auch noch Creeper. Eier. Ah, ja, das ist natürlich sehr schön. Hier noch ein Feuerzeug. Oh, es kommen 50.000 Menschen hinter mir. Die kämpfen einfach. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, nein. Nein, 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 das darf nicht sein. Bitte nicht. Ist hinter mir? Bist du hinter mir? Nee, ist ja nicht gut. Erstmal regenerieren. Oh jo, mit 4,5 Herzen in den Kampf reinzugehen, ist nicht so schön. Wie viele Herzen ich da vorhin hatte, weiß ich nicht. Ich könnte einfach einen Creeper spawnen. Komm schon. Ah, fuck. Ah. Also, Glück nicht leider, ey. Habe ich mich nochmal gerettet. Okay. Wir jetzt erstmal hier weggehen. Einer schreibt Screenie. Aber erstmal muss ich hier raus, bevor ich dir meinen Screenshot geben kann. Dann brauche ich ein paar mehr Herzen. So, jetzt bin ich hier draußen. Da unten ist auch einer. Bist du denn? Dir. Warum explodieren die denn nicht? Wie ist das denn? Würde schon sagen. Wenn die nicht explodiert. Bin ich einfach runtergesprungen. Das ist nur super. Oh, ich bin immer so gewohnt, dass ich, wenn ich hier runterspringe, gleich eine Suppe essen kann. Dass ich dann wieder vollgeheilt bin. Weil ich ja nur super gehe. Deshalb muss ich mal aufpassen, was ich hier mache. Pinata. Kann das gleich aussprechen. Pinata Party. So. Startet auch gleich. Habe ich die beiden gerade getötet mit den Creeper-Eiern, obwohl ich die eigentlich auch so töten hätte können. Es sei denn, die hätten mich beide gleichzeitig geschlagen. Dann wäre das etwas kritisch geworden. Also denke ich, dass ich sie auch getötet hätte. So. Das mal so. Bam. Versuche ich mal zum nächsten zu gehen. Mal gucken, ich wollte noch einen Screenshot, dieser Nick. Ich den Tracker herkomme, ich gehe einfach zu Nick hin und gebe ihm den Screenshot. Das wäre jetzt voll doof, wenn er mich angreifen würde. Ich
Okay, komm, du bekommst einen Screenshot. Er bekommt seinen Screenshot. Er bekommt seinen Screenshot. Komm, mach ein Foto. Hinten kommt einer. Okay, jetzt müssen wir nochmal Screenshot nachholen. So, nochmal Screenshot. Ich höre hier wen. Jungs, hier steppt einer. Hä? Der steppt denn hier so schön, den man so geil hört? Ich glaube, das war der Hund. Kann natürlich auch sein. So, so, so. Komm mit. Komm mit. Das ist mein Teampartner für die Runde. Ist auch mal schön, wenn man so einen Teampartner hat. So, kommst du? Also übrigens, ich habe jetzt auch meine Settings etwas geändert, beziehungsweise schreib mir bitte in die Kommentare, wie ich die Settings machen soll. Ob ich die wie immer lassen soll, also dass es so ein bisschen smooth ausschaut, oder ob die Qualität einfach höher sein soll, zum Beispiel 1080p oder so. Schreibt mir das einfach mal in die Kommentare, wie die Qualität sein soll. Denn dieses Video werde ich einfach mal in 1080p versuchen zu rendern. Mal gucken, wie das dann ausschaut. Und ja. So, ich gehe jetzt mal hier rüber und dann gucke ich mal. Dieser Lama ist ein Team, okay? Ich weiß nicht. Ja, trappen, glaube ich, tun die eh nicht. Im Moment. Von daher. Da oben ist so ein Ding. So, jetzt soll ich mich da einfach mal hochbauen. 64 und 23, ja komm, ich geh da einfach mal hoch. Was das risky ist. Bisschen risky hier. Hier einfach mal nach oben. Dann kann ich euch doch noch gleich das Kleiderkit zeigen. Mal gucken. Gleich mein Kit 1 vs 1. Oho, krasser Typ. Der einfach ein 1 vs 1 gegen mich. Wenn ich mich hier hochbaue, schreibe ich nicht. So. Das noch abbauen. Dann hier hochgehen. Dann das hier noch. Ach, kann ich einfach so öffnen. Diamantspitzhacke. Nice. Richtig fresh. Hat sich doch gelohnt, dass ich hier hochgegangen bin. Einfach hier so runtergleiten. So. Bam. Und schon bin ich wieder auf dem Boden. Hätten es noch so ein cooles Ding. Schreiben. Vielleicht möchte ich noch ein 1 vs 1 gegen ihn. Mal gucken. Ich weiß nicht, ob ich gleich noch Zeit habe, deshalb. Ja. Denn ich tue gerade etwas vorproduzieren. Oh Gott, hier sind sie. Lass sie erstmal brennen, die coolen Typen. So, brennen lassen. Da, 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 da. Vorgehen. Die hat nicht so viele Herzen. So, okay. Da ist ein bisschen Regen. Na gut, der muss auch Regen. Ich laufe mal weit hinterher. Um ihn einfach töten zu können. Das war gerade etwas mies, weil ich bin einfach weggerannt. Ja gut, die hat noch Dia-Stuff. Und daher muss man das hier echt schon ein bisschen taktisch spielen. Zum Glück habe ich das Feuerzeug gehabt. Okay, er läuft jetzt weg. Ich muss ihn schon gut treffen, damit ich ihn töten kann. Ich habe auch Diamantschuhe, von daher wird das eigentlich passen. Komm schon. Okay, er springt ins Wasser, dann springe ich mal hinterher. Okay, so. Das kann mich der Typ boosten, wenn er das anders kann. Ich glaube, der kann das nicht. Okay, nee. So, auf jeden Fall werde ich jetzt eben mal Wasser gegen ihn kämpfen. Okay, hab ihn. Nice. Das war gerade ein bisschen dumm von mir, aber egal. Ich gebe mir mal die Schuhe, bitteschön. Da liegen Schuhe für dich. Okay, hat eine Crafting Bench gemacht. Das ist also ein Crafting Table. Und, oh, er hat ein Dings. Ich habe leider nichts so entschärft. Oh, warte, ich glaube, der Gegner kommt. Ah, ne, wir sind alleine, lol, der ist geleftet. Schau, so ist das also.
Wir haben gewonnen. Der eine ist gelettet. So. Lass was Faires machen. Aber erstmal warten, bis der letzte Disconnected. Falsch geschrieben, ist mir egal. Oh, das war sogar richtig geschrieben. Disconnected, ja. Gut. Okay. Das machen wir. Hast du Eimer? Nee. Ich hab TNT. Ich hab eine Diamantspitzhacke. Guck mal, hier kann ich eine Folge abbauen. So, hier, ich baue jetzt das. Okay, so. Schon der Baukünstler. Holzschwert. Okay, ein Holzschwert. 1, 2, 1, 2. Eins für dich, eins für mich. Das kann weg. Na gut. Nur Schwert. Ohne Rüssi. Go. Okay, hat mir als erstes gestanden, das heißt, er hat wahrscheinlich gewonnen. Obwohl, nee, ich habe ihn besser getroffen. Geil. GG. So, das war's das jetzt von der kleinen No-Sub-Runde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung da. Ich denke mal, ich sollte es mehr No-Sub-HG und der No-Sub-HG macht mir einfach richtig viel Spaß. Denn in Super-G ist es einfach so, da könnt ihr einfach fast nichts mehr reißen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei mir ist es so, dass ich da fast nichts mehr gebacken kriege. Aber in No-Sub-HG kriege ich mal wieder sehr viel hin, weil das einfach voll geil ist. Also irgendwie liebe ich No-Sub-HG, weil es einfach irgendwie wie früher. Man kriegt halt diese alten Gefühle wieder. Früher habe ich einfach immer mit dem Face-Texture-Pack gespielt. Das benutze ich das wieder und das ist einfach irgendwie mal wieder geil. Keine Ahnung, mir gefällt es wieder. Und dieses tolle Skelett hier. Ich will mit F5-Mod wegkombon. Nicht treffen, das ist auch schön. Oh ne, ich wollte es töten. Egal. Auf jeden Fall war es das jetzt von der Runde. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn sie euch gefallen, lasst doch mal eine positive Bewertung da. Und dann würde ich sagen, bis dann, bis zum nächsten Mal und ciao.